schon wieder gefurzt? Ja, ich habe Angst. Kennst du das nicht, wenn man so aufgeregt ist? Das Adrenalin schießt in deinen Körper, dann musst du auf einmal pinkeln und du furzt die ganze Zeit. Frank ist so nass, wir können uns hier echt nicht hinsitzen, Bro. Kennt ihr das auch? Ihr wollt euch hinsetzen auf eine nasse Parkbank? Mann, ist das nass und dreckig. Kein Problem, denn für alles gibt es eine Lösung. So auch für dreckiges und nasses Sitzen. Ich präsentiere euch die Sitzmatte. Hast du davon zwei? Nein. Ich sitze warm und gemütlich. Käse-Challenge. Du schaffst. Ja, ich schaffe das. Du schaffst das. Ich schaffe das. Du schaffst das. Ich schaffe das. Du schaffst das. Ich schaffe das. Elias hat seinen alten Scheißkäse mitgebracht, weil wir dachten, wir verbrauchen den. Ich schaffe das, gar kein Problem. Einmal Plastik im Leben ist keinmal Plastik im Leben. Aber trotzdem nicht nachmachen, okay? Bin ein Profi. Genau. Ich werde es tun. Ich mache es halt, damit ihr es nicht machen müsst. Herzlich willkommen. Ich habe dabei. Gut und günstig. Das sind die Angefangenen, Bro, von Elias. Das hast du nicht gemacht. Ach so, ja, stimmt. Unbekannte Käsemarke. Allgäuer Art. Holländer Art. Mit Chester. Und Toast. Und auch Allgäuer Art. Okay, die haben die gleichen Marken. Okay. Und mein Spezialprodukt für heute. Aus der Schweiz importiert. Gruyère. 57% sagen, Ronny schafft 40. Nicht mehr als 40, Alter. Okay, ich werde es euch beweisen. Ich habe mir mit den Champions auseinandergesetzt. So. Foxy hat mir Tipps gegeben. Sie meinte, auf jeden Fall unbedingt verschiedene Marken. Nils hat das auch gesagt. Das sind jetzt 30. Okay, Leute. Bist du bereit? Ich habe 30 Minuten Zeit. Die Käse-Challenge wurde vor ungefähr 4 Jahren von Gregor Katsios bei den Rocket Beans ins Leben gerufen. Er hat versucht, in einer halben Stunde 100 Schweizkäsescheiben zu essen. Er hat 19 geschafft, glaube ich. Danach hat Krogi gemacht. Er hat 21 geschafft. Zoll Spezial wurde der erste Champion. 22 Käsescheiben. Danach habe ich es probiert. Ich dachte, 100 in 30 Minuten, gar kein Problem. Ich habe 21 geschafft. Und danach nahm es seinen Lauf. Knirps Abi wurde der neue Champion mit 37. Er hat sich zu wenig gekauft. Er hat sich nur 30 Scheiben gekauft. Hat während der halben Stunde gemerkt, nach 8 Minuten war er fertig. Er ist in den Supermarkt gelaufen, hat sich dann nochmal Käse gekauft und den in den letzten Minuten gegessen. Foxy ist die Käsekönigin. Sie hat 40 Käsescheiben in 30 Minuten gegessen. Boah. Das gilt es heute zu schlagen. Mystery Blue hat 10 geschafft. 10 geschafft. Und ich muss heute mindestens 41 schaffen. Ein für alle Mal. Bist du bereit? Sag jetzt ja. Herr Schiedsrichter, ja, ich bin bereit. 3, 2, 1, jetzt! Mach mal Mund auf. Oh nee! Wie viel Zeit? Er hat eine halbe Stunde Zeit, Leute. Ja. Du bist jetzt bei einer Minute und hast schon 3 geschafft. Wenn du genau in dem Tempo weitermachst, schaffst du 90. Oh nein! Es bewegt! 2 Minuten 15 und 6 Stück geschafft. Wenn du so weitermachst, dann schaffst du es locker. Aber du musst auch so weitermachen, Bro. Ich muss machen. Hau ihn rein, Junge, hau ihn rein! Boah, ist das eklig. Jetzt kommt Nummer 10. Mystery schon überholt. Boah, Junge, wie du an der Lippe den Käse hängen hast. Sag mal, das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe. Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe. 12 Stück in 5, 22. Brutal. Mach weiter so. 6 Minuten, 16. Wie viel habe ich? 14. Hau rein jetzt, los, Bro. Es ist so abartig. Es ist so abartig ekelhaft. Ich schaffe das. Das war Nummer 16. Das ist so lecker. Alter, ist dieser Käse lecker. 17 Scheiben Käse in 7 Minuten 30. Du bist gut in der Zeit. 19 Scheiben Käse in... Oha, du hast die letzten 2 Minuten nur 2 geschafft, glaube ich. Gleich noch genau 20 Minuten. Und du hast jetzt 19 geschafft. War die 21, oder? Mhm. Oh, du kannst es wirklich schaffen. Oh, der Käse schmeckt geiler hier. Der schmeckt geiler. Wir sind bei 11 Minuten 19. 11 Minuten, ja! Yeah! 22. Nicht antworten, reden. Oh, mir geht es schlecht. Jetzt schon? Ja. Wie viel war das jetzt? 23? Ja. Schneller. Denk einfach an Fondue. Ey, du musst dich vielleicht dranhalten jetzt. So ist es schneller. Okay, komm. Nummer 24. Hol dir rein. Jetzt bin ich der Motivationscoach. Los. Steck ihn rein. Nummer 25. Du hast in 13 Minuten 11 so viele geschafft wie ich. Brutal gut. Schneller. 26. Hau die 27 gleich mit rein. So, 27. Hau ihn rein. Ganz. Du kannst die 50 schaffen, wenn du so weitermachst. 28. Jetzt kommt der Schwindel. Oh,
auf geht's, Junge. Ronny, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, Junge. Mach weiter jetzt. Ich kann es natürlich nicht schaffen. Du schaffst es wirklich. 15 Minuten. Alter, ich schaffe das. Ich schaffe das. 30 in 60, in 16 Minuten. Ey, du schaffst es locker, Fall. Mach weiter jetzt, los. 31, oder? Viel noch 10, oder? Boah, Bruder. Das ist ja bodenlos. Auf geht's, Endspurt. Jetzt ist schon der Endspurt bei 17 Minuten 18. Du bist dann der Käsekönig. Ich muss ganz kurz. Wie viel ist es? 33, gell? Wir haben noch genug, Leute. Wir haben echt noch genug. 34. Komm schon, du schaffst es. Locker 18 Minuten und du hast schon 34 Scheiben. Jetzt, Junge, schieb sie dir rein. 34 Scheiben Käse in 18 Minuten. Bro, gib nicht auf. Jawohl, 35. 35 Scheiben Käse in 18 Minuten 40. Kling, kling. Lilorino GFX 100. Wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Wilhelm. Ich würde sagen, die Challenge ist leider gefailed. Leute, Ronny hat gekackt. Nein, hab ich nicht. Er hat nicht gekackt. Mach das nicht nach. Ich habe verloren. Ich habe zu viel getrunken, glaube ich. Gerade aufgrund einer solchen körperlichen Reaktion, wie, also ich und Tränen, ich meine damit Tränen, ja, möchte ich mich bei allen entschuldigen, die das mit anhören müssten. Deswegen sage ich, mach das nicht nach. Ich möchte nicht dazu aufrufen. Glaubst du, die Leute, die hier so vorbeigekommen sind, haben so zugeguckt? So? Ich glaube, ich habe die 35. war noch in meinem Mund drin, glaube ich. Wir wären erst bei 22 Minuten gewesen. Ja, ich. Gesundheit. Wie kriegt man das jetzt weg? Wie kann man das jetzt am besten bis so nicht wegspülen so. Mit Wasser oder so, ne? Mit Wasser, aber dafür. Ja, kannst du kurz mal nehmen? Ich will mal kurz. Da ist ja gar nichts. Da ist ja gar nichts. Hä? Es ist weg. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das kommt. Hätte ich niemals gedacht, dass... Kamst du auf einmal oder hat es sich so angebahnt? Nee, es kam auf einmal. Auf einmal. Aus dem Nichts. Ich habe runtergeschluckt und es ging so, ich habe so geschluckt bis hier ungefähr. Und dann... Das war tatsächlich bei mir, als ich am Dienstag die Challenge gemacht habe, auch mal so. Aber ich konnte es unten behalten. Ja, ich glaube, mein Körper hätte auch noch ein bisschen weiter machen können. Aber ich habe gesagt, nein. Halte ich zurück. Aber von der Zeit her hätte ich Käsekönig werden können. Du wärst Käsekönig geworden. Von der Zeit her wäre ich Käsekönig geworden. Mein Körper war zu schwach. Okay, komm, gib mir ein L. Gib mir hier ein L. Okay, hier so unten. Herzlichen Glückwunsch an Foxy, du bleibst Käsekönigin. Ich habe gehört, Faiserinho, der Streamer, hat 40 geschafft, aber nur wär's als... ausgeguckt, auch am Ende. Alles, was ausgeweint wurde, zählt nicht. Disqualified. Eigentlich disqualified, weil du hast es nicht in deinem Körper behalten. Disqualified. Disqualifizierte Wertung. Außer es passiert erst nach der Zeit. Dann ist, wenn man nach der Zeit dann erst weint, okay, dann ist erlaubt. Wir wären jetzt noch nicht mal fertig gewesen. Du Mann, ich war so gut in der Zeit. Glaubst du, ich habe vielleicht zu schnell gegessen? Nee, weil du musst so schnell essen, um so viel zu schaffen, wie du willst. Matt Stoney hat 100 geschafft. Das geht nicht, das ist fake. Der ist doch ein Cyborg. Schlaf nachts auf ein Vakuum, Hase, Pep, trinke Whisky, kein Schwarzbus und Flasche Sekt und Deutschrap, Atmos von A bis Z. Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe.